Hallo? Hi, Papa. Hallo? Oh, Selina, bist du da? Ja, ich bin in meinem Zimmer. Ist deine Mutter schon da? Ich glaube, die ist noch auf Arbeit. Perfekt, ich komm mal. Ach, Selina. Na, alles klar bei dir? Darf ich mich zu dir setzen, oder? Ja, klar. Was machst du denn da gerade? Ach, Mann, Papa, ich hab... Ja, du weißt doch, ich muss mir doch die Themen jetzt immer alle selber erarbeiten und ich hab nicht so richtig... Ist das für die Schule? Ja. Ach komm, heute muss das nicht sein. Komm, ist doch Wochenende, wir machen das morgen zusammen. Lass das doch. Komm, einmal... Einmal weg damit. Hast du gerade? Ja, auch ich sag das mal, als Papa manchmal. Also Selina, mir ist auf der Arbeit ein Gedanke gekommen. Und bevor ich den Gedanken jetzt äußere, das bleibt zwischen uns. Mama darf das nicht erfahren. Es kommt drauf an, ich kann nichts versprechen. Okay, also, Punkt Nummer 1. Ich finde, wir sollten dich mal wieder zum Shoppen bringen. Das finde ich also allerdings auch, zumindest Online-Shopping. Das finde ich also, allerdings auch. Das deswegen, ist ein guter Gedanke. Deswegen machen wir Folgendes heute. Bevor Mama nach Hause kommt, hast du ein 200-Euro-Budget bei Zalando. Kannst dir bestellen, was du willst. Ne? Hauptsache, es passt fürs Wetter. So, die was andere, ist passiert, Papa? Es ist... Selina, kannst du mir als Papa nicht einmal vertrauen? Es ist wirklich nichts passiert. Ich weiß, dass du dir in letzter Zeit echt Mühe gibst. So, Punkt Nummer 2 ist, du wolltest doch eine neue Sprache lernen. Ja, Spanisch. Wie wär's Folgendes? Ich habe mich heute informiert. Es gibt eine Sprachreise nach Mexiko für 3 Monate. Und ich würde dich da gerne hinschicken, sobald es wieder möglich ist. Und du bezahlst das? Und ich bezahle alles. Du kriegst sogar ein Taschengeld. Und ich würde sogar extra einen Kredit aufnehmen, damit du da ein bisschen was hast. Klingt das nach was oder nicht? Ha? Sag es! So, und das Wichtigste ist, Selina, das musst du mir jetzt versprechen. Mama weiß gar nichts davon. Du wirst dir nichts erzählen. Damit kann ich mich anfreunden. Gut. Okay. Mein Mund ist versiegelt, gut, Papa. Alles klar. Gut. Du kommst dann gleich einfach rüber, dann können wir ein bisschen shoppen, ne? Und keine Hausaufgaben! Yay! Ja. Okay, okay. Bleib ruhig. Das war Punkt Nummer 1 im Plan. Jetzt kommt Punkt Nummer 2. Aber da muss ich jetzt ein bisschen warten. Okay, also was brauche ich denn eigentlich ganz dringend? Vielleicht so ein paar Winterstrumpfhosen oder so. Aber nee, gut, wenn Papa das schon bezahlt, dann kann es schon auch was Teureres sein. Da kann irgendwas nicht stimmen. Gestern hat Papa noch zu mir gesagt, er streicht mir mein Taschengeld, weil ich meine Hausaufgaben nicht richtig gemacht habe. Oh, er hat bestimmt ein schlechtes Gewissen. Er hat ein schlechtes Gewissen, weil er das gestern gesagt hat. Und das heißt für mich, ich muss jetzt noch mehr rausholen. Ich muss das ausnutzen. Papa! Hey, Papa, du, ich hab... Also was kann ich für dich tun? Also pass auf, ich schick dir dann einfach den Link zu meinem Wunschzettel. Gerne. Und du bestellst das einfach. Richtig? Kein Problem. Wichtig ist nur, wir sagen nichts Mama davon. Wir sagen nichts gar Mama, nichts. Absolut. Schön. Du, mir ist da noch was eingefallen. Also du weißt ja, momentan bin ich ja viel zu Hause. Ja. Und muss ja so Homeschooling machen und so. Warte, stopp. Und ich brauche ein MacBook dafür. Du brauchst ein MacBook. Ich weißt du was? MacBook. Du kriegst ein iMac von mir. Noch Papa, besser. Das wollte ich hören. Genau das wollte ich hören. Ja. Ach so, und könntest du mir noch versprechen... Nee, du weißt ja, ich werde ja bald 18 in... Dein Führerschein? Mein Führerschein und ein Auto. Ja, das kriegen wir hin. Wichtig ist nur, am Ende des Tages, Selina, erzähl nichts deiner Mutter. Nein, ich erzähl nichts. Okay. Nein, gar nichts. Gut. Okay. Gut, stopp, bevor du jetzt wieder in dein Zimmer gehst. Wenn wir schon dabei sind, könnte ich auch was von... Also, ich habe nur eine kleine Bitte oder eine Frage. Eigentlich ist es was ganz Tolles. Und zwar, was würdest du dazu sagen, wenn ich jemanden hier einlade, der dir erzählen kann, wie dein Papa früher in der Schule war? Oh mein Gott, das wäre eine absolute Hammer. Kommt eine alte Lehrerin von dir vorbei? Nein, ein alter Lehrer, das wäre ja so lustig. Nein, ich bin mir nämlich nicht sicher, dass du gar nicht so gut warst, wie du immer erzählst. Ja, es ist eine alte Freundin von mir, die später vorbeikommt. Ne? Ja. Wichtig ist da aber auch nur, wie bei dir, wir erzählen es nicht Mama. Ah. Ja, ist doch okay. Ja, ist doch cool. Okay. Also es kommt eine alte Freundin vorbei und die erzählt mir dann, wie furchtbar du in der Schule warst. Ja, genau. Das ist ja ein Moment für mich. Genau. Was ist das denn für alles ein cooler Tag? Du kannst ruhig auf dein Zimmer und dann... Danke, Papa. Ja. Oh, das ist ja richtig cool. Also heute ist irgendwie der beste Tag seit langem. Ich meine, Mama würde das bestimmt auch gerne hören, aber die kommt heute erst relativ spät. Deshalb, naja, vielleicht kann ich es ihr danach ja einfach erzählen. Und ich freue mich so zu hören, wie schlecht Papa in der Schule war, weil ich bin mir sicher, er war einfach furchtbar. Er war furchtbar in der Schule. Wo bleibt sie denn? Sie muss auf jeden Fall vor meiner Frau zu Hause sein. Also... Ich glaube, sie ist nicht so gut zu sprechen. Also da war ja beim letzten Mal was, aber gut, Selina wird nichts sagen und ich möchte das eigentlich auch nicht, aber es muss sein für meine Firma, also wo bleibt sie denn? Hallo, jemand zu Hause? Ich habe schon früher Feierabend. Freut ihr euch? Hallo, ist jemand da?
Schatz, was machst du denn jetzt schon zu Hause? Also. Ja, ich hab mir mal früher Feierabend gegönnt. So, freut ihr euch? Ja, natürlich, wir freuen uns super. Und weißt du was, ich freue mich so sehr, du solltest jetzt am besten wieder rausgehen. So ein Spaziergang wäre doch gar nicht so schlecht. Schatz, ein kurzer Spaziergang, eine Stunde ich etwa. Ich hab früher Feierabend gemacht, damit wir alle heute mal einen schönen Tag oder Abend haben können. Ja, absolut. Also schön wird er auf jeden Fall und. Ja, also. Was ist los? Gar nichts ist los. Also, vielleicht. Was ist vielleicht, los? Vielleicht. Also, ich weiß nicht. Also, ich wollte gerade einen Film gucken. Du kannst ja zu Selina rüber. Ihr könnt euch ja einen schönen Abend mit Selina machen. Ich würde sagen, komm mal Selina her, weil dann. Selina, kommst du mal? Hey, oh, cool, dass du da bist, Mama. Ja, wollen wir heute. Achso, Papa. Ich weiß Bescheid. Du, Mama, wir können uns doch heute einen richtig schönen Abend machen, oder? Super. Was ist hier los? Gar nichts, also. Ja, gar nichts, also deine Tochter hat dich gerade was gefragt, beziehungsweise was gesagt. Also, würdest du vielleicht einen Spaziergang mit deiner Mama vielleicht draußen machen? Irgendwas ist komisch. Ja, ich dachte, wir machen alle was zusammen. Du hast doch Zeit, du hast doch frei. Und ich dachte, wir machen heute, gerade nach dem letzten Desaster, was wir so hatten, gönnen wir uns mal einen schönen Tag. Ja, natürlich, natürlich. Spazieren, wir können doch gemeinsam spazieren gehen oder rausgehen oder was kochen. Ja, klar. Hä, spazieren gehen und so und essen, ja, keine Ahnung. Wir kriegen doch eh Besuch, oder? Das ist ja... Selina! Ich hab das gar nicht gesagt. Morgen kommt Susi, ich geh dann mal. Besuch. Wir haben doch gar niemanden eingeladen. Ja, stimmt, also Selina, was? Was? Schatz, was ist los? Was? Ich weiß nicht, was los ist, also... Keine Ahnung. Warum verhältst du dich so komisch? Alles klar. Och nee, Schatz, heute nicht, bitte. Was denn? Ja, du bist immer so, wenn du dich wieder mit den Jungs verabredet hast und zocken willst. Können wir Ach das so. Heute einfach... Ja, du hast mich mal wieder erwischt. Du kennst mich einfach zu gut. Ja, okay, du hast recht. Ich werde heute mich nicht mit den Jungs hier treffen und ein bisschen zocken und das Fußball gucken. Das kannst du ja machen, wenn ich arbeite. Ja, okay? Ja, absolut. Ich sag das ab. Versprochen. Guck, ich rufe jetzt an. Super. Okay? Gut, ich gehe derweil mal zu Selina. Ich guck auch mal, wie sie ihre Hausaufgaben Ja, mach das. Hey, mein Schatz. Hallo, Mama. Selina, du sollst nicht so viel am Handy sein. Du hast ja noch gar keine Hausaufgaben gemacht. Du hast bestimmt doch sonst nicht. Noch deine Ich habe Liste. Angefangen, die Überschrift zu schreiben. Aber Papa hat gesagt, ich muss gar keine Hausaufgaben machen. Was hat er? Wie, dein Vater hat gesagt, du sollst keine Hausaufgaben machen? Der Papa hat gesagt, ich muss keine... Das darf ich dir nicht erzählen. Selina, was ist denn jetzt hier Ich mache meine Hausaufgaben, Mama, alles gut. Ja, mach Problem. Bitte deine Hausaufgaben. Und dann, wie gesagt, dein Papa hat den Termin, also hat jetzt auch abgesagt. Zum Glück, ich wusste, dass er wieder... Oh, voll doof. Ich hätte voll gerne die alten Schulstories gehört. Naja. Alte Schulstories? Was? Nix, gar nichts. Selina? Nö, alles... Was sind für alte Schulstories, soweit ich weiß? Von die alten Schulstories von... Nee, ich darf dir das nicht sagen, Mama. Tut Selina, mir sag mir jetzt bitte, was ihr mir verheimlicht. Welche alten Schulstories? Es wollten doch nur seine Freunde kommen. Also, Papa meinte vorhin zu mir, dass eine alte Freundin von ihm zu Besuch kommen wollte. Und Papa hat keine Freunde. Wie heißt sie? Sandra. Und die sollte mir halt vorhin Schulgeschichten erzählen. So. Und Stopp! Und Papa wie mir lustige Geschichten Sandra? Zu erzählen. Und da habe ich mich total gefreut, weil ich dachte, Selina, ja cool, wenn jemand vorbeikommt. Selina, stopp! Dein Papa wollte, dass Sandra hier in unsere Wohnung nach Hause kommt. Ja, genau. Die sollte vorbeikommen. Das ist wohl eine alte Freundin okay, von ihm. Okay, danke, Selina. Mach deine Hausaufgaben. Ich kläre das mit deinem Vater. Okay. Schatz? Oh, hey! Also, ich habe auch schon alles abgesagt. Schön. Ne, guck, ich habe auch schon Film angemacht und für dich mache ich das gerne. Ja, die ist bestimmt ganz schön traurig, ne? Wer? Sandra. Wer? Kannst du bitte aufhören, so zu reden? Warum erfahre ich von meiner Tochter, dass Sandra deine Ex-Freundin hierher wollte? Was? Also, Sandra ist meine Ex-Freundin? Davon wusste ich erstmal gar nichts. Also, Sandra... Also kannst du jetzt bitte mir sagen, mach, du weißt ganz gut... Selina! Die Sprachreise, die kannst du vergessen, damit das klar ist. Ja, also... Sprachreise? Ja, anderes Thema. Also, jetzt hör mir doch mal zu. Also, ja, ich habe Sandra hierhin eingeladen. Warum lädst du sie hier ein? In unsere Wohnung, in unser Haus? Ja, es ist nicht so ganz einfach. Du weißt, dass ich momentan ein bisschen Probleme mit meinem Chef habe. Und wir haben dieses neue Projekt für dieses große Wohnhaus und... Ja, und was hast du jetzt damit zu tun? Stopp, lass es mich doch erzählen. Die Käuferin ist Sandra. Und ihr Mann, also sie ist auch verheiratet. Und
ich habe dann meinem Boss gesagt, hey, ich kenne die noch von früher, ne, und so alles. Und dann meinte er, hey, wie wär's denn, ne, weil ich ja weiß, dass mit dem Chef gerade nicht so gut ist. Wie wär's, wenn du vielleicht mal versuchst, ein Treffen zu arrangieren und dann... Und das hier in unserer Wohnung? Ja, aber ich kann ja momentan, ich kann ja nicht raus, das geht ja nicht. Nee, ja, aber du kannst es doch telefonisch klären. Du weißt ganz genau, wie ich zu dieser Frau stehe und dass ich sie nicht mag. Ganz ehrlich, dass du, ja, und ich weiß auch ganz genau, warum du sie nicht magst. Ja. Sie hat mir das Kleid damals nachgekauft. Und außerdem war sie in dich verliebt. Ja, aber ich war nicht mit ihr zusammen. Und außerdem muss ich sagen, dass damals viele in mich verliebt waren. Mhm. Viele waren das. So wie du. Naja. Ja, es tut mir leid, dass ich das verheimlicht habe. Aber ich weiß ganz genau, dass du so reagierst. Ja, und das ist nichts Schlimmes. Du sollst mich nicht anlügen. Du sollst einfach mit mir reden. Ich habe dich nicht angelogen. Ich habe dir nur nicht die ganze Wahrheit gesagt. Also, sorry. Also, nochmal. Ich möchte nicht, dass sie hierher kommt. Ich möchte nicht, dass sie das hier klärt. Ruf sie an oder mach irgendwas. Ich hab dich schon angerufen, alles gut. Ich muss das nur mit meinem Chef klären, weil ich morgen jetzt Probleme mit meinem Chef habe. Aber gut, ich klär das. Ich muss kurz zu Selina. Selina? Ich glaube, wir müssen mal sprechen. Handy weg. Handy weg. Ja, Selina, also... Ja? Ich schnapp mir mal kurz das Sitzkissen. Warte mal, wie war das nochmal mit ich bin die beste Tochter ja, und so? Ja, natürlich, natürlich. Und das war's doch. Bis zu einem gewissen Punkt. Bis zu einem gewissen Punkt. Bis zu dieser Stelle, als ich gesagt habe, dass unser Geheimnis bleibt und es nicht mehr der Fall war. Und weil du deinen Teil der Vereinbarung nicht eingehalten hast, ganz einfach, werde ich natürlich meinen Teil der Vereinbarung auch nicht einhalten. Meine Teilanbestellung kann ich doch haben. Das heißt, das MacBook bzw. das iMac bleibt erstmal bei Amazon. Ich brauche das für die Schule. Das Flugzeug bleibt im Flughafen für deine Sprachreise. Deine Klamotten bleiben weiterhin im Lager bei Zalando. Und ich glaube, das Autohaus würde sich sehr freuen, wenn du selbst deine Unterschrift unter diesem Vertrag geben würdest. Also, Selina, es freut mich dir zu sagen, du machst jetzt sofort deine Hausaufgaben, sonst gibt's Ärger, damit es klar ist. Mann, es waren so schöne 15 Minuten, als Papa noch nett zu mir war.